Herzlich willkommen in meinem virtuellen Stempelstudio. Heute fange ich ganz duster erstmal an. Hier ist wieder eure Jasmin von Time to Stamp. Und es werde Licht. Einmal Licht. Und damit ihr hernach auch richtig gut noch sehen könnt, mache ich nochmal mein großes Licht an. Wow, jetzt ist es fast zu hell, würde ich mal sagen. Ich schaue mal, ob ich das ein bisschen runterdimmen kann, damit wir uns jetzt nicht zu überstrahlen. Ja, warum ich aber jetzt erstmal das Licht anmachen wollte, ist, dass ihr natürlich hier so mein schönes Teelicht jetzt eben auch noch sehen könnt. Aber ich glaube, ich muss jetzt trotzdem nochmal an meiner Belichtung so ein bisschen arbeiten, weil das ist ja jetzt mega hell. Ich mache das eine jetzt hier nochmal aus. So vielleicht, aber dann kriege ich meinen Schatten hin. Ah, ihr seht schon, die Jasmin, die macht jetzt hier wieder zu lange rum. Ja? So kennt ihr mich. Ich tue es jetzt einfach mal ein bisschen trotzdem runter dimmen. So, glaube ich, gefällt mir das dann doch ein bisschen besser. Ja, okay, so können wir starten. Ja, also, ich wollte euch ja das nicht nur das Teelicht zeigen, was ich jetzt hier reingemacht habe. Ich will euch auch ehrlich gesagt nicht diese Schachtel hier zeigen, die ich hier auch gebastelt habe, sondern ich will euch diese Karte heute zeigen, beziehungsweise heute mit euch basteln. Aber dass ich diese Karte in Schwarz und in Gold erstellt habe, lag eben anfangs ganz alleine an dieser kleinen Kugel, die mir meine Tochter geschenkt hat. So eine kleine schwarze Mini-Kugel, so eine Weihnachtsbaumkugel, die hat sie mir aus der Stadt mitgebracht, total goldig. Und da steht eben mit einem goldenen Glitzerstift Mama eben drauf. Die fand ich so süß, diese kleine Kugel. Deswegen brauchte sie praktisch eine Ehrenbox. Deswegen habe ich hier so eine schöne Lichterbox eben auch erstellt, wo sie jetzt eben so schön drin hängt. Und wenn man da halt eben das Teelicht dann eben auch anmacht, dann glitzert es so schön. Und ich dachte, passend einfach zu dieser schönen Kugel muss ich natürlich auch nochmal, ihr seht, ich komme von den Schneeflocken einfach nicht weg, jetzt einfach nochmal eine Karte gestalten. Und zwar habe ich das passend zu dieser Kugel in Schwarz und in Gold gemacht. Und ich zeige euch mal, wie ich vorgegangen bin. Aber dass wir jetzt eben nicht in dem Schwarzton bleiben, dachte ich mir, wir basteln mal gemeinsam einfach aus einem anderen Farbton diese Karte nach. Was habe ich dafür vorbereitet? Natürlich mein Stamparatus. Der ist jetzt in dem Fall wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Er erleichtert mir wieder die einzelnen Schritte und lässt mich nicht falsch stempeln und lässt auch die einzelnen Schritte ein bisschen schneller erstellen. Werdet ihr gleich merken, was ich darunter ja, meine. So, erstmal wollte ich jetzt zentral einen Spruch drauf haben und einen schönen großen. Ja, dann fing schon mal an die Sucherei an, welche Stempelsets ich nehme, welche Schneeflocken ich nehme, war ja mal wieder klar, ja, dass ich hier diese Schneeflocken aus diesem Wintermärchen einmal wieder benutze, weil die fand ich halt eben wirklich sehr schön, diese drei großen, auch diesen ganz kleinen, den werde ich dafür einsetzen. Aber auch aus dem Stempelset Ein Jahr voller Farben fand ich die zwei Stempel, die zwei Schneeflocken auch ganz bezaubernd. Also die haben mir auch sehr gut gefallen. Ja, dann bin ich eben, wie schon gesagt, auf einer Suche nach einem ganz großen Spruch gegangen. Habe mir dann nochmal dieses Stempelset nochmal angeguckt, Weihnachten daheim. Da haben mir zwar die Sprüche gut gefallen, aber es war mir noch nicht groß genug. Hier dieses frohe Weihnachten finde ich zwar auch sehr schön, das werde ich auch gleich ja noch benutzen, nur dieses Weihnachten. Aber ich bin weiter auf meine Suche gegangen, was ich noch so in meinem Fundus hatte oder habe. Und dann ist mir nochmal dieses Stempelset von Creator Smile, auch eine wirklich bezaubernde kleine Firma. Könnt ihr das sehen? Es ist irgendwie ein bisschen zu hell, ne? So. Jetzt mache ich mal dann doch dieses Licht hier aus. Von Creator Smile, also falls ihr die Firma nicht kennt, die haben bezaubernde Stempelmotive eben auch. Alles so ein bisschen in dem ja, lieblichen Bereich oder sehr viel zum Kolorieren vielleicht eben auch. Aber alles selber gemacht und ich finde die also wirklich schön. Und da hat mir eben dieser Schriftzug, dieses, das heißt ja eigentlich bitte an etwas Fröhliches denken, aber ich wollte ja irgendwas sowas wie fröhliche Weihnachten oder irgend sowas. Und dann dachte ich mir so, okay, aus diesem Fröhliches kann ich doch auch Fröhliche machen. Und dann nehme ich eben noch aus dem einen Stempelset dieses, wo haben wir es hier, dieses Weihnachten. Nehme ich einmal dieses Weihnachten und hieraus mache ich mir Fröhliche. Und wie ich das mache, zeige ich euch jetzt mal. Also, wir embossen ja komplett. Also es wird alles Gold embossed. Deswegen braucht man als einzige Stempelkissen, habe ich mir auch schon mal zurechtgelegt, einfach das Versamark Stempelkissen. Wenn ihr habt, um eure Karte vielleicht schön trocken zu legen, also dass keine Fett,
Spuren drauf sind durch eure Finger, weil ihr sie vielleicht eingecremt hattet oder sonstigen Geschichten, weil ihr davor Chips gegessen habt, Kekse, was auch immer, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man irgendwie so ein Puder hat. Es gibt eben so diese Säckchen, aber gibt es auch andere Mittel eben auch noch, dass man hier so seine Karte vielleicht noch ein bisschen so abtrocknet, abpudert. Damit bleibt dann das Pulver, das Embossing-Pulver, das ja, Prägepulver dann hernach wirklich nur da haften, wo man hernach gleich mit diesem klebrigen Versamark-Stempelkissen was abstempeln. So, jetzt will ich ja dieses Fröhliche schön hier auf meine Karte haben. Das hat mir halt, wie schon gesagt, so gut gefallen, weil es halt wirklich riesengroß ist und schon mal schön zentral in meiner Karte ja, platziert werden kann. Ich lege es mir jetzt erstmal hier so hin, wo ich es hinhaben will. Ich zoome euch mal ein bisschen näher ran. Und so gefällt es mir. Ich möchte es ein bisschen schräg haben, weil ich möchte dann dieses Weihnachten nämlich gerade wieder setzen. Also mache ich das hier mal ein bisschen schräg. Nehme mir meinen Stemperatus, nehme erstmal den Stempel hier mit auf. So, jetzt habe ich ihn hier platziert. Jetzt muss ich mal hier rüber gehen, dass ihr mal meine Schritte jetzt eben auch sehen könnt. Und jetzt nehme ich mir einen Teser und decke das ab, was ich nicht mit der Stempelfarbe einfärben möchte. Benässen möchte, wollte ich schon fast sagen. Was ist ja in dem Fall nur eine durchsichtige Farbe. Und dann klebe ich praktisch jetzt all das ab, was ich jetzt nicht mit meinem Stempelkissen benutzen möchte. Und das geht mit dem Teserstreifen eigentlich wunderbar. Und aus dem Fröhlich Yes möchte ich ja nur Fröhlich Je machen. Also muss ich mir dieses S hier auch noch abkleben. So klebe ich praktisch meine einzelnen Sprüche erstmal ab. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. So habe ich das jetzt praktisch erstmal alles abgeklebt. Jetzt kann ich lege mir ja immer so einen Stempel Schachtel unten drunter, dann bleibt der Deckel auch schön gerade liegen und sackt nicht ab. Dann nehme ich jetzt mein Stempelkissen und färbe das jetzt eben schön ein. In dem Fall ist es ja eine durchsichtige Farbe, dieses Versamark, für diejenigen, die das noch nicht kennen. Lässt sich in dem Fall vielleicht nicht so unbedingt gut erkennen, ob man es richtig schön satt eingefärbt hat. Dann, natürlich ganz wichtig, ist ja nicht so, dass mir das schon mal passiert wäre, natürlich jetzt das Teser hier erstmal wieder abziehen, weil auch wenn ich jetzt zwar die einzelnen Buchstaben hier abgeklebt habe, ist es ja trotzdem auf dem Teserstreifen drauf, die Farbe. Also muss ich natürlich jetzt meinen Teserstreifen wieder abnehmen. Ganz wichtig. Aber wenn ihr ein gutes Licht übrigens habt, sehe ich jetzt hier auch gerade, kann man eigentlich schon ganz gut erkennen, ob die Farbe wirklich überall drauf ist. So, Teserstreifen erstmal weg. Und jetzt heißt es eben abstempeln auf eure Karte. Da wirklich schön drauf gehen. Und selbst das finde ich jetzt eben auch wieder sehr gut bei dem Stemperatus. Wenn man jetzt eben hernach merkt, ja, bei der Kontrolle, man sieht jetzt natürlich nichts, aber wenn ihr richtig schön hinguckt, dann würdet ihr ganz gut sehen, ah, da fehlt vielleicht eben noch was. Also nehme ich noch mal ein bisschen Farbe mit auf. Und ich würde jetzt mal sagen, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt so richtig schön erkennen könnt, aber da fehlt schon, warte mal, ich mache jetzt dann doch mal das andere Licht wieder an, ob ihr es vielleicht besser erkennen könnt. Genau hier könnt ihr das ein bisschen sehen, ja, aber hier wird es ziemlich schwach. Also ich mache die gleichen Schritte einfach nochmal. Da muss ich euch ja jetzt nicht mitnehmen, weil sonst wird das Video wirklich doch zu lang. Aber ich klebe das einfach alles hier nochmal ab, nehme nochmal Farbe drauf und stempel es nochmal ab, weil... Das ist ja das Gute beim Stemperatus, da geht ja die Farbe bzw. der Abdruck genau an die gleiche Stelle wieder. Bis gleich, ich zeige es euch gleich nochmal. So, hier bin ich wieder. Ich habe es also jetzt nochmal gemacht. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel das seht, na, jetzt kann man es richtig gut erkennen, wie feucht jetzt praktisch der Stempelabdruck aufgenommen wurde. Jetzt nehme ich das natürlich ab. Jetzt brauche ich meine Karte hier nur. Und lege mein Papier drunter für mein goldenes Pulver. Ich streue das jetzt mal schnell drauf. Mein goldenes. Richtig schön satt draufstreuen. Und dann ab auf euer Skizzenpapier. Dann könnt ihr die Farbe nämlich wieder ganz gut aufnehmen. Und wieder zurück ins Döschen. So, und jetzt zeige ich euch noch was. Ich bin ja immer dafür bekannt, aus meinen Fehlern zu lernen, denn
ich habe doch glatt beim zweiten Mal, als ich das wirklich schön satt drauf haben wollte, den Tesastreifen vergessen abzumachen. Also denkt ihr bitte dran, nehmt ja den Tesastreifen mit ab. Weil wenn ihr das nämlich jetzt hier sehen könnt, ist hier praktisch richtig schön der, da nochmal auch das Versamark vom Tesastreifen natürlich mit hier abgestempelt worden. Und da bleibt natürlich jetzt mein Pulver hängen. Aber okay, auch dem kann noch geholfen werden. Ich gehe also jetzt praktisch hier überall nochmal hin und schau, wo das Pulver hängen geblieben ist, wo ich es nicht hinhaben will. Auch hier sieht man so ein bisschen aber meinen Tesastreifen. Aber letztendlich geht es ja jetzt bei diesem Schritt darum, einfach das Pulver da abzunehmen, wo ihr es nicht haben wollt. Manchmal bleibt so ein einzelnes Körnchen hier kleben. Oder wie schon gesagt, hier durch meinen Fehler. Ich klappe es nochmal drauf mit dem Tesastreif. Ja, so gefällt mir das ganz gut. Dann hole ich meinen Föhn, beziehungsweise ich schütte das Pulver erst nochmal wieder zurück. Die Pulverdöschen, die ganz kleinen, die sind wirklich unwahrscheinlich ergiebig, weil ihr seht ja, was wieder komplett wieder runterkommt. Also das kann man ewig und 3 Tage benutzen. So, jetzt aber unseren Föhn. Und das ist immer eine schöne. Achtung, jetzt wird es zwar laut. Wenn der Föhn noch länger nicht an war, dann lasst ihn ruhig noch mal ein bisschen erstmal heiß laufen. Umso schneller geht es eben auch dann. Und ich versuche euch das jetzt mal von unten zu zeigen, den Föhn. Ich halte jetzt unten praktisch dran. Dafür wäre es gleich sinnvoll, die Karte aufzumachen. So. Verbrüht euch die Hände nicht. Was ich jetzt gerade mache. So, jetzt halt. Und dann fängt es eben auch an zu laufen. Seht ihr es jetzt? Also es ist immer wieder schön, das zu erleben. Mein Föhn krächzt aber auch schon so aus dem letzten Atemloch. So, und jetzt seht ihr eben hier das Fröhliche. Aus dem ganzen Spruch hier, ich zeige euch das Stempelset nochmal. Fröhliches, bitte an etwas Fröhliches denken, habe ich einfach das abgeklebt. Bitte an etwas und denken abgeklebt, habe ich Fröhliche gemacht. So einfach geht das. So, und jetzt will ich ja noch das Weihnachten drauf haben. Also, nehme ich, jetzt kann ich euch gleich noch einen weiteren Trick zeigen. Guck mal, ich bin heute richtig wieder auf Technik eingestellt. Weil jetzt habe ich ja den Gummistempel. Und den kann ich ja nicht, ich hole meine Karte nochmal her, kann man schlecht sehen. Also selbst wenn ich hier diesen Aufkleber drauf geklebt habe, könnte ich das nicht unbedingt jetzt richtig sehen, wohin ich das platziere. Außerdem will ich auch dieses Folie hier weg haben. Also nehme ich diesen Trick. Die Schaumstoffmatte brauchen wir ja auch nicht mehr, ist ein Gummistempel. In dem Fall kann ich den wegmachen. Ich habe doch auf meinem Stemperator so eine Windradfolie, so eine Plastikfolie einfach. Und da stempel ich jetzt erstmal meinen Stempel einfach ab. So, nehme das jetzt einfach hier mal auf. Dann brauche ich natürlich, um das besser sehen zu können, erstmal ein schwarzes Stempelkissen. Ich färbe das jetzt hier mal schwarz auf der Seite ein. Habt ihr zwar, glaube ich, jetzt nicht gesehen, aber ich glaube, das muss ich euch ja nicht mehr erklären. Jetzt stempel ich das hier erstmal auf meiner Windradfolie ab. Und jetzt seht ihr ja hier diesen Spruch. Und jetzt lege ich erstmal meine Karte dahin, wo ich will ja auch nur dieses Weihnachten haben. So ungefähr. Ich hoffe, dass meine Karte, und das ist schöner an diesen Quadraten hier, dass ich das schön vielleicht gerade ausrichten kann, sofern ich natürlich meinen Stempel auch gerade aufgeklebt habe. So würde mir das ganz gut gefallen. Dann nehme ich erstmal wieder meine Magnete. Jetzt kracht es natürlich arg, weil hier die Matte fehlt. Dann mache ich meinen Stempel natürlich erstmal sauber. Jetzt rutsche ich euch mal wieder rüber, damit ihr mitgucken könnt, was ich mache. Ja, das war ja schwach. Wichtig ist jetzt, dass ihr den Stempel natürlich nicht mehr verrutscht. Ne? Der muss natürlich jetzt genau auf dieser Stelle bleiben.
Was brauchen wir jetzt wieder? Genau, wir brauchen natürlich jetzt wieder einen Teser. Ich nehme einfach meinen alten von vorhin und klebe jetzt eben oben drüber dieses Frohe ab. Frohe will ich ja nicht. So, um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich nicht fettig geworden bin mit meiner Karte, weil meine Hände sind sicherlich, nochmal mit meinem Talgpulver drüber. Schön mein Versamark auf mein Weihnachten stempeln. Und was vergessen wir jetzt nicht? Ich habe euch ganz laut rufen gehört. Ja, Tesastreifen abnehmen. Genau. So, und wieder rüber. Weil, ihr habt ja gesehen, ne? Das nehme ich natürlich jetzt weg, meine Windradfolie. Und jetzt stempel ich hier schön ab. Nur mein Weihnachten. Überprüf es richtig, ob es auch wieder drauf ist. Man kann es eigentlich ganz gut sehen. Ne? Und dann kommt wieder das gleiche Spielchen wie vorhin. Mein Papier, meine Auffanghilfe für mein Pulver, mein Prägepulver in Gold. Und dann wird das wieder hier schön mit meinem Heißluftföhn eingefärbt. Ich gucke auch wieder drauf, dass auch wirklich alles weg ist. Da hole ich mir meinen Pinsel wieder, den ich gerade nicht finde, doch auf dieser Seite ist es. Und dann werde ich da wieder mit meinem Föhn drüber gehen. Ich denke mal, da mache ich jetzt auch mal gerade kurz Pause. Sonst wäre es zu lang für euch. Und ich denke mal, das ist jetzt eben auch klar gewesen, wie das wieder funktioniert. Bis gleich. So, mein Weihnachten ist auch gold embossed. Jetzt geht's weiter mit den goldenen Schneeflocken. Und da habe ich mir eben, wie schon gesagt, wie ich euch hier vorhin auch gezeigt habe, meine unterschiedlichsten Schneeflocken einfach mal schon zurechtgelegt und platziere mir die jetzt eben da, wo sie mir jetzt erstmal gefallen. Ich habe natürlich jetzt hier wieder diese Matte unten drunter gelegt und auch das Skizzenpapier, weil ich will auch ganz gern Offset oder aus dem Rand, wie man so schön vielleicht eben auch sagt, abstempeln. Und da lege ich mir jetzt einfach mal meine Stempel hier so hin, wo ich sie haben möchte, wo sie mir vielleicht gefallen. Auch so ein bisschen am Rand eben auch, wie schon gesagt, auch ein bisschen so raus. Dann überprüfe ich das Ganze vielleicht auch noch, ob dann hiernach vielleicht auch noch ein anderer Stempel vielleicht noch dazu passt. Ich denke mal, das ist vielleicht jetzt hier ein bisschen zu groß. Also nehme ich mal hier den kleineren, weil dann kann ich vielleicht hier noch was draufsetzen. Tue ich den vielleicht mal hier hin. Meinen ganz kleinen lasse ich erstmal weg, weil das wird dann mein Lückenfüller werden. So habe ich, und das ist jetzt eben auch wieder das Gute am Stamparatus. Ihr seht, also ich habe 5 Stempel gleichzeitig schon mal auf meine Karte ausgebreitet, so wie es mir gefällt. Jetzt nehme ich mir meinen Deckel und bringe die jetzt eben einfach alle hier drauf. Und so einen großen Acrylblock, mein gut, wird es auch geben, aber es geht ja auch darum, dass wenn jetzt, wie wir ja vorhin auch gesehen haben bei meinen Fröhliche, wenn da der Stempelabdruck beim ersten Mal nicht satt genug ist, also gerade beim Embossen, ist es ja, finde ich, auch nicht gerade so optimal, wenn das beim ersten Abdruck nicht schön genug ist, dann kann man das einfach nochmal einfärben und wieder abstempeln. Also das finde ich einfach das super, super Geniale bei diesem Stamparatus. So, diesmal müssen wir ja nichts abkleben. Die Stempel sollen ja, also die Schneeflocken sollen ja komplett drauf sein. Und ich habe auch bei meiner Karte davor auch schon die Erfahrung gemacht, gerade wenn man eben doch so viele feine Detailmotive jetzt eben hat, wie diese Schneeflocken, wird es sicherlich der Fall sein, dass ich mit dem ersten Abdruck vielleicht noch nicht ganz zufrieden bin. Schauen wir mal, wie es jetzt klappt. Ich drücke wirklich über jede Schneeflocke schön drauf. Auch das Schöne ist ja eben bei dem Stamparatus, bei dem Deckel, dadurch, dass man ja nicht kippt, kriegt man auch keine Ränder mit drauf. Es ist ja wirklich nur das Motiv. Und wenn euch was passieren könnte, ist, dass es halt einfach noch nicht vollständig ist. Genau, hier zum Beispiel, hier bei dieser Schneeflock, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt erkennen könnt, der ist mir noch nicht vollständig genug. Und der dürfte noch ein bisschen was gebrauchen. Der vielleicht auch. Die beiden sehen ziemlich gut aus. Aber ich habe ja meine Stempel alle noch an der Stelle. Also färb sie mir auch ein. Es kann übrigens auch sein, dass ich vielleicht mal mein Versamark-Stempelkissen mal wieder langsam auffüllen sollte, damit es vielleicht einfach nicht mehr feucht genug ist.
Wenn ihr da ein komplett neues Stempelkissen habt, was noch richtig feucht ist, dann dürftet ihr vielleicht sogar beim ersten Abdruck vielleicht noch nicht einmal die Schwierigkeiten haben. Aber man weiß ja nie, ob man wirklich jede Ecke gut erwischt hatte. Vielleicht hat man zu schnell einfach mit seinem Stempelkissen gearbeitet. Und von dem her ist ja kein Problem, gehe ich halt einfach nochmal drauf. Ja, jetzt gefallen mir alle, aber wie bei dem hier, das ist mir aber auch bei meiner Musterkarte oder bei meinem Erstlingswerk auch schon immer aufgefallen. Diese Schneeflocke will eine besondere Betreuung haben. Ja, aber jetzt habe ich es euch gezeigt, wie ich dann da immer mit vorgehe. Immer erstmal gucken, ob es passt. Jetzt passt's. Und dann mache ich das gleiche Spielchen wie immer, wie ich das davor natürlich auch gemacht habe, dass ich hier wieder mein Pulver drüber streue, überprüfe, dass wirklich dieses Pulver nur da haften bleibt, wo ich es auch hinhaben will. Gehe dann vielleicht mit dem Pinsel vielleicht nochmal drüber und wird das Einzelne eben einfach wegbesen. Aber erstmal jetzt komplett drauf. Dann gehe ich wieder mit dem Föhn. Und wenn ich das wieder gemacht habe, zeige ich euch, wie es weitergeht. So, ich glaube, ich bin schon wieder im Bilde, gell? Ja. Was ich euch jetzt natürlich nicht vorenthalten will, ist, dass man natürlich die Stempel hier auf der Platte, weil ich sie ja jetzt neu platzieren will, schön sauber machen soll. Weil wenn er sie jetzt nochmal neu ausrichtet, weil jetzt nehme ich mir den Stempel wieder und schaue, wo ich sie jetzt vielleicht nochmal drauf kriege. Ich entscheide mich einfach einmal für hier hin und vielleicht den kleineren für hier hin. Diesen hier da so hin, dann kommt der mehr hier hin. Also das ist das Schöne, es ist ein bisschen aufwendiger. Es dauert vielleicht auch ein bisschen, aber ich finde, das Ergebnis ist halt einfach wirklich wunderbar. Dann haben wir noch so den kleinen. Gehen wir mal hier so an dem Rand dran und vielleicht setze ich jetzt tatsächlich sogar auch schon mal meinen ganz klitzekleinen. Da gibt es ja noch so einen ganz klitzekleinen. Und den wollte ich dann sowieso hier in diesen Lücken vielleicht hier so reinfüllen. Hier vielleicht mal die erste Lücke. Dieser kleine Stempel übrigens, der hat es auch in sich. Da muss man auch aufpassen, dass man nicht zu viel vom Versamarkt drauf bekommt und dass er vor allem auch haften bleibt. Ja, und somit klebe ich das hier wieder ab und mache das gleiche Spielchen wieder. So, jetzt habe ich wirklich alle Schneeflocken und den Spruch mit goldenem Embossingpulver jetzt eben aufgebracht, da platziert, wo ich es eben auch hinhaben möchte. Da kann man sich also wirklich absolut austoben. Das Schöne jetzt eben an dieser Karte finde ich eben, also man hat jetzt mit keinen Ebenen oder mit keinen weiteren Lagen gearbeitet, sondern eben einfach nur mit Embossingpulver. Also so ist die Karte praktisch nach wie vor zwar glatt, auch wenn man sich das ja ein bisschen auch haptisch sich schön anfühlt, aber trotzdem, es ist kein weiteres Gewicht vielleicht eben auch auf der Karte drauf. Aber jetzt könnte man noch ein bisschen mit Farbe noch weiter eben vielleicht auch arbeiten. Man kann aber auch mit einem weißen Stift, um jetzt vielleicht doch noch ein bisschen Kontrast hinzubekommen. Wenn ihr da so einen weißen Gelstift eben auch habt, ich überprüfe den erstmal am Finger, ob er auch schon wirklich schön fließt, könnte man eben jetzt hier auch noch, ja, vielleicht einfach hier nochmal für diesen berühmten Schatten, ja, ein paar Akzente setzen. Also ich denke mal, da werden die Handletterer unter uns, die sowas ja vielleicht dann ja auch selber schreiben könnten, sowieso noch viel besser werden, besser sein, wo man jetzt hier eben einfach so ein paar Schatteneffekte setzen kann. Das hebt das Ganze vielleicht eben jetzt auch noch so ein bisschen ab. Also auch da könnt ihr nochmal ganz kreativ eben auch mal werden. Ich schaue einfach, wo es mir noch gefällt, wo vielleicht noch was fehlen könnte, wo ich danach vielleicht einfach noch was dran setzen möchte. Und des Weiteren habe ich dann einfach hier mal geschaut, was ich noch in meinen Schubladen drin habe. Und vielleicht hat der eine oder andere auch diese Stickles. Das ist ja so ein Kleber, so ein Glitzerkleber oder auch von Novo, von der Firma
Nuvo von Tonic gibt es ja eben auch diese Drops. Und da bin ich halt einfach auch bei meiner, wie man bei einer schwarzen Karte jetzt eben auch noch gesehen hat, auch nochmal dran gegangen und habe hier eben so kleine Pünktchen, noch kleine so Elemente gesetzt. Und die habe ich einfach auf meinem kleinen Papier jetzt erstmal getestet, welches Farbspektrum mir am besten gefällt. Und dann nehme ich mir halt eben einfach hier meine kleine Flasche, mache sowieso auch erstmal auf einem Papier meinen ersten Klecks, damit ich einfach weiß, mit welchem Druck ich mit meiner Flasche arbeiten sollte. Nicht, dass man hernach auf einmal so einen riesen Klecks rausbekommt oder zuerst gar nichts rausbekommt und man drückt und drückt und drückt und dann kommt auf einmal dieser Riesenbatzer raus. Das will man ja vielleicht eben auch nicht haben. Und damit tobe ich mich dann eben auch nochmal aus, da wo es mir gefällt. Ich denke mal, die Karte darf ruhig noch weiter glitzern. Und deswegen war ich da nicht gerade sparsam. Vielleicht habt ihr aber auch noch ein paar Glitzer, Sterne, Steine, was ihr halt einfach in eurem Sortiment jetzt eben auch noch findet und ihr da noch platzieren wollt. Vielleicht auch noch ein paar Gold, wie heißen sie, Pailletten, Goldknöpfe. Paar Gold, vielleicht habt ihr auch noch ein paar Gold Schneeflocken. Auch so gibt es doch auch so diese Gold-Schneeflocken-Pailletten. Also, ich denke mal, da darf es ruhig dann noch mal schön satt glitzern auf der Karte, um noch mal so diesen besonderen Aha-Effekt noch mal zu haben für diejenigen, der diese Karte bekommt, der dann sagt: Oh, wie schön, und hier glitzert und dort glitzert. Also, ich glaube, da guckt man schon besonders gern auf dieser Karte hin. Ja, das war mein Vorschlag für heute, diese Schneeflocken oder Sterne, was immer ihr auch in euren Schubladen eben finden werdet, einfach mal nur ganz frei auf euren Karten unterschiedlich zu platzieren. Mit Hilfe des Temperators gelingt euch das sogar noch absolut unfallfrei, wie man auch verschiedene Sprüche. Wenn euch die Kombi, der komplette Spruch vielleicht gar nicht so gefällt, einfach auch nochmal abwandeln könnt, einfach mit dem Tesastreifen abwandeln, abkleben und dann könnt ihr auch nur einen Teil daraus eben benutzen und dann habt ihr eure individuelle Karte damit gestalten können. Das war meine schwarze Variante, anlehnen zu meiner schönen schwarzen Weihnachtskugel. Heute habe ich für euch die in Rot gemacht und ich hatte sogar auch schon mal eine in Blau erstellt. Blau. Einmal hier sogar mit einem anderen Spruch. Fröhliche Weihnachten. Da habe ich mal einen kompletten Spruch genommen. Aber da dachte ich mir, das ist irgendwie mir noch zu klein. Ich will noch mal ein bisschen was Größeres haben. Und dann bin ich eben noch mal auf die Suche gegangen. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Tipp wieder gefallen. Ihr seid schon fleißig an Weihnachtskarten gestalten und wir sehen uns bald wieder in meinem virtuellen Stempelstudio. Hier war wieder eure Jasmin. Bis demnächst.